Ja, wunderschönen guten Tag. Wir sind zurück im Landwirtschaftssimulator 2019. Und ihr seht, ich bin ein bisschen umgezogen. Ihr seht es natürlich auch schon am Namen, um was es heute geht, nämlich um Forstwirtschaft. Und warum stehe ich hier vor dem schönen MAN-LKW, der echt schick ist, ne? Also ganz tolles Gerät, weil auf dem MAN hinten was draufsteht, nämlich der Scorpion King. Ja, mit den schönen, überhaupt nicht doof aussehenden blauen Ketten drauf. Naja, mal gucken, was das so wird. Ich bin erstaunlicherweise sehr gut drauf gekommen und ich wollte euch einfach mal zeigen, dass man mit diesem Ding irgendwie halbwegs fahren kann. Wobei ich jetzt noch nicht gesehen habe, dass man hier Spannwurte anbringen kann. Also, ein bisschen bekloppt das Ganze, wenn ihr mich fragt, aber egal. Wir fahren einfach mal los und es ging eben relativ gut. Ich kann auch keine Spanngurte auswählen, ne? Wenn ich jetzt oben mal durch die ganzen Einstellungen durchgehe. Keine Ahnung, wie es geht. Ich bin gespannt. Wir fahren mal vorsichtig dahin. Genau. Das hier ist außerdem die Ravenport-Karte, die ich ehrlich gesagt deutlich schöner finde als die andere Karte, warum ich auf der anderen gestartet bin. Ich habe es schon wieder fast vergessen. So, wir fahren mal ein bisschen vorsichtig, weil es ist ja doch ein bisschen, naja, ein bisschen Gewicht haben wir ja, ne? Ich habe eben schon fast einen Unfall gebaut, aber es geht erstaunlich besser als im LS17, muss ich da fairerweise sagen. Also das Verladen und so weiter, das klappte sehr, sehr gut. Ich habe das mal im LS17 gezeigt, da war das teilweise doch ein bisschen schwierig und das hier, der Wagen hinten, oh, müssen wir mit dem Baum hier aufpassen. Oh, das Ganze ist relativ, also wenn ich jetzt mal einen Bremstest mache, ne, ihr seht dann hinten der, auf Vollbremsen, ne, also der bleibt wirklich stehen, ne, hinten der Arm wackelt zwar, den wollte ich jetzt nicht so ganz, hätte ich auch wieder nach vorne machen können, wieder runter machen können natürlich für Sicherheit und so weiter und so fort, aber das geht natürlich auch so sehr gut. So, mal gucken, dass wir da keine Bäume mitnehmen. Das ist jetzt hier das Einzige, wo ich jetzt denke, oh, jetzt könnte es eng werden. Das ist nämlich hier, oh, warte mal, jetzt habe ich aber eine Idee. Also ich habe das noch nicht geübt. Ich habe noch generell auch gar keinen Baum gefällt. Deshalb mal gucken, wie das so wird. Müssen wir gerade mal schauen, ob wir hier so hochkommen. Oh, oh. Aber das geht sehr gut. Doch, doch, doch. Gut in die Ecke gekommen. Da hängt natürlich dieses Ding dabei. Der LKW zieht das Ganze hier auch sehr, sehr hoch. Also und sehr, sehr schnell hoch. Das ist auch sehr gut. 30 km/h. Damit kann ich wunderbar leben. Na, gucken wir mal. Genau. Forstwirtschaft selber. Ja, in LS15, sage ich mal, ist hier mit reingekommen. Und, ich will mal sagen, naja, sie gab es da halt so, ne? Also ob das jetzt besonders gut oder schlecht war, das darf mal jeder selber wissen. Oh. Jetzt sind wir hier aufgesetzt. Das ist natürlich überhaupt nicht gut. Das ist wirklich sehr schlecht, dass wir jetzt hier aufgesetzt haben. Hm. Oh, jetzt hängen wir fest. Ja, sehr ungünstig das Ganze. Da machen wir es einfach anders. Wir hängen den hier ab. Fahren den LKW hier hin und dann gucken wir mal gerade, ob wir mit dem Ding abladen können. Das wäre natürlich sehr interessant. Können wir auch quasi querbeet fahren, das ist ja vollkommen egal. Den Scorpion King gucken wir uns natürlich gleich ganz in Ruhe nochmal an. Der hat natürlich hier so ein bisschen geländetauglich. Und es ging. Also es ging jetzt eigentlich relativ gut. Diejenigen unter euch, die damit arbeiten wollen, die können sich das natürlich schon mal hinter die Ohren schreiben, dass man dieses Gerät durchaus verwenden kann. Also das ist wirklich vollkommen in Ordnung. Ich denke auch mal, im wahren Leben wäre diese Straße für den einen oder anderen auch ein bisschen heftig gewesen. Und wir kommen jetzt hier auch hoch. Ne? Also nur mal zu dem Ding hier. Wir können jetzt hier diese... Man kann das so erweitern und dann wieder zusammenziehen. Und dann hat man hier halt so einen relativ schnieken Anhänger. Natürlich auch wieder befüllen können. So, gucken wir mal. Stellen wir den mal hier ab. Genau. Also der MAN selber auch. Der ist natürlich, upsala, natürlich ein bisschen falsch gekoppelt. Nämlich den wollen wir abkoppeln, damit der nämlich so steht. Dann sehen wir den MAN nochmal. Unheimlich guter Trecker. Nicht Trecker. Unheimlich guter LKW. Preiswert. Die Leistung. Was will man mehr? So, also... Ich habe hier noch so ein bisschen an was anderes hingestellt. Den Scorpion King habe ich euch gezeigt. Dann habe ich hier einmal ein New Holland, eine Fräse und hinten eine Anhänger. Da muss das Ganze natürlich auch rein. Dementsprechend brauchen wir noch eine wichtige Sache, um Bäume zu fällen. Und das nennt sich Kettensäge. Genau. Heute nehmen wir mal die Husqvarna. Ist auch scheißegal. Kettensägen kann man nicht leihen, die kann man nur kaufen. Ich denke mal, mein Ausleihen hat man hier. So. Steuerung. Oh. Ah, okay. Geht wie im LS17. Ja, also linken Stick L1 drücken und dann mit dem rechten Stick nach links und nach rechts. Und dann kann man quasi das Ding anmachen. Oh, da hört sich aber böse an hier. So, fangen wir mal an mit... Gehen wir mal einfach irgendwo hin, wo ein Baum ist. Nehmen wir mal den hier, der ist nicht ganz so groß. Einfach nur zum Testen erstmal, wie sich das Ganze verhält. Jeder, der im LS17 angefangen hatte... Also ich habe selber noch keinen Baum gefällt. Ihr wisst, ich versuche die Sachen mir... auszudenken. Das Umsetzen selber mache ich dann aber mit euch. Außer es ist was ganz Beklopptes, was ich vielleicht nicht mal denke, was funktioniert. Aber ich denke, ein Baum fällen, das sollte uns so gerade möglich sein. So, im LS17 weißt du, wir haben einen Baum gefällt. Wenn wir ihn gerade weggehakt haben, ist er nach rechts gefallen. Das meine ich, ne? Dementsprechend gucken wir mal, wie sich das hier so an. Du hast keinen Zugang zu diesem Land. Oh, das ist sehr ärgerlich. Dann gehen wir mal einfach
Wir machen es einfach anders gerade. Ich dachte, wir hätten das hier gekauft. Ach nee, oh, doch nicht. Dann ist das jetzt unser Land. So, also wir haben auf jeden Fall gesehen, dass wir diesen... So, und jetzt... Da sehen wir den Schnitt. Okay, wir gehen mal ein bisschen tiefer. Halten wir den mal ab. Wir machen jetzt mal einen geraden Schnitt. So, man sollte natürlich auch immer einen vollen Controller haben, dann geht das auch besser. So, also, Werkzeug aktivieren. Nehmen Sie das jetzt mal eine Animation. Und der Baum fällt direkt um. Sehr schön, jetzt mache ich das Ganze nochmal mit einem anderen Baum. Nehmen wir mal, ich habe gerade einen sogar dafür bekommen. Nehmen wir mal den Baum hier und sägen mal schräg, was dann passt. Einfach nur zum Testen. Wir halten mal ruhig hier unten irgendwo ran. Oh, egal. Höher halten, ne? Okay, geht nicht so ganz. Ah, machen wir aber so, ist ja nur zum Testen. Die Frage ist halt, wie der Baum fällt. Wir müssen jetzt nach links fahren und da fällt er deutlich besser um als im LS17. Das gefällt mir schon mal besser. So, Kettensäge mal gerade aus, geht auf den Keks. So, jetzt haben wir hier den Baum, den müssen wir entasten. Entasten ging natürlich im LS17 so. Und hier geht das, glaube ich, genauso. Jetzt muss ich doch später noch raus. Ey, nee, Kollege, hier, da mal. Oh, das ging im LS17 ein bisschen besser. Aber egal, nicht schlimm. Tasten geht auch so. So. Was ist das nervig? Das ist schon ein bisschen. Das ist hier nicht. So, haben wir den Baum entastet. Sehr gut. Da hängt noch ein kleiner Fitzen dran, ist ja nicht schlimm. So, machen wir das Ganze erstmal, indem wir sagen, wir. Was mit dem Durchhacken? Das ist noch nicht so ganz gut gelöst. Achso, okay. Müssen wir vielleicht so ein kleines Zielfernrohr haben. So, jetzt haben wir den ersten hier weggehackt, weil das war nur die Spitze davon. Dementsprechend hacken wir den mal hier durch. Das geht sehr schnell. Das finde ich gut, dass das schnell geht. So, Objekt aufheben. Wir können das Ganze tragen und ich bewege mich jetzt sehr schnell. Und jeder von euch, der den LS17 gespielt hat, der weiß, dass das sehr nervig war. So, dementsprechend bringen wir jetzt den Baum erstmal einfach so weg. Wenn wir gerade dahin laufen, ist ja nicht so weit. Jetzt die Frage, wenn ich hier dagegen haue, bleibt er hin? Er bleibt in der Hand, das finde ich schon mal sehr gut, weil gerade im Wald, ihr seht das, Baum, ich laufe jetzt hier extra gegen dieses Haus zum Beispiel. Plack. Ja, und dann ist da wirklich erst gefallen. Jetzt habe ich es natürlich ein bisschen übertrieben, aber wenn ich hier mal so kurz gegen, up, ne? Also, up, ja, da passiert nichts. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut, weil das war wirklich nervig. Mega nervig. So, hier kann man jetzt quasi das Holz hinlegen, Objekt fallen lassen. Und dann kann man das hier verkaufen, habe ich ja so verstanden. Holz verkaufen. 111. Ja, auch nicht schlecht. Hab schon mal ein bisschen Geld. Ist doch auch fein. So, haben wir also das Holz, kann man so verkaufen. Da muss man da draufklicken und dann ist das mit einmal weg. Finde ich sehr gut, dann hat man immer so, ja, passt das schon mal. Also, haben wir hier dann die Fräse. Die Fräse selber kann man aufklappen. Und man kann die anschalten. Bitte zunächst den Motor starten. Okay, wir starten den Motor. Und dann können wir jetzt noch hinten mit dem... Ah ja, genau. Wenn man das so drauf macht, dann sollte es ja theoretisch da jetzt einlaufen. Das ist ein Riesending, bitte nicht reinpacken, das ist halt nicht so gut. Nicht sehr gesund. Kennt man auch aus dem LS17. So, jetzt gehen wir mal wieder auf unsere Kettensäge. Beliebtes Stückchen hier und packen hier einfach durch. Sehr gut. So, wir nehmen das Objekt hier. Oh, ein relativ dicker Ast, wenn ich das mal so sagen darf, aber das funktioniert halt. Und sagen... Wir gucken, dass das hier auch reinrollt. Okay, natürlich jetzt nicht ganz so. So, jetzt geht er rein. Sehr gut. Tschüss. Und da hinten kommt er raus. Und fällt da rein. Das finde ich schon mal gut. Sieht gut aus. Machen wir jetzt mal mit dem ganzen Baum. Dann gucken wir mal, wie viel Hexegut da rausgeflogen ist. Jetzt die Frage, können wir diesen Baum jetzt schon hochheben, so groß wie er ist? Nee? Objekt ist wohl zu schwer. Objekt zu schwer. Achso, okay. Gut, dann packen wir den einfach in der Mitte durch. Wir haben ja eh zwei. Zweimal laufen müssen wir. So, sehr gut. Nehmen wir das jetzt mal hier hoch. Und sagen, rein damit. Und dann kommt da hinten direkt raus. Nom, 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 nom. Da seht ihr, geht das dann da raus. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Eingelöst. Gute Sache. Nächsten Dingen hier. Fällt gut rein, blockiert nicht, auch das war im LS17 oft der Fall. Das hier ist der New Holland T6, das ist ein PlayStation-Vorbesteller.
Hoodie quasi. Muss ich mal gerade einmal. Opala. Wir wollen mal einmal das Gewicht senken. Abkuppeln, damit das auch schön liegen bleibt. Und dann werden wir mal mit dem. Ist ein bisschen schwach auf Fuß für den großen Hänger hier. 1971 durch einen Baum. Spitze fehlt ja auch. Also vollkommen in Ordnung, würde ich sagen. Hat man noch keinen Vergleichswert dafür, aber das ist ja auch erstmal egal. Ihr seht auch da eine sehr große Abladefläche hier. Ne? Also da seht ihr die Maße dadurch. Auch das ist sehr gut. Abgibseite hinten kann man das jetzt hier nicht so verkippen. Ne, man kann. Ja, wo gibt man jetzt die Späne rein? Das ist die große Frage. Ja, oder bin ich jetzt doof, dass man irgendwie was nicht da so verkaufen kann? Auch das ist wieder eine Sache. Hackschnitzel. Du kannst Bäume in Hackschnitzel und einen kleinen Hackschnitzel hacken und an dieser Sägemühle liefern. Du kannst die Pappeln. Ja. Ist die Frage, wo man die hier denn abliefern muss. Abgibseite hinten. Ja, auch das ist in Ordnung. Du hast keinen Zugang zu diesem Land. Ich dachte, ich habe das doch eben gekauft, oder bin ich jetzt doof? Ja. Das ist natürlich sehr interessant. Jetzt muss ich. Ach so. Nee. Interessant. Ach so. Kaufen? Verkaufen. Das will ich ja nicht. Ich will das ja hier kaufen. Das kann ich aber nicht kaufen. Kann ich dann, wenn ich jetzt zum Beispiel bei der BGA bin? Das kann ich so kaufen. Sehr interessant. Ja, das gehört mir nicht. Das sehe ich wohl, dass mir das nicht gehört, aber. Auf die Heizkraftwerk kann ich auch nicht ausführen. Das ist sehr ärgerlich, weil ich kann ja Holz so gesehen verkaufen, nur die Hackschnitzel nicht. Das ist ja sehr ärgerlich. Das ist echt Käse, sowas. Ne? Gibt es hier vielleicht noch einen Verkaufspunkt? Vielleicht bin ich auch falschen Verkaufspunkt. Das kann natürlich auch sein. Wir gucken uns das gleich nochmal ganz genau an. Ne? Hier ist auf jeden Fall die. Hier werde ich es nicht verkaufen können. Hackschnitze wird hier nicht angenommen. Ja, okay, das ist ja erstmal soweit in Ordnung. Kann es sehr gerne machen. Das ist sehr ärgerlich. Ja, sowas ist natürlich immer doof, ne? Echt blöd. Richtig. Ja, schade, schade, sage ich mal soweit. Ja, die Lösung dafür gerne bitte in die Kommentare. Weil ich weiß es nicht. Wir können ja gerade mal auf der Karte gucken. Da steht Bio. Achso, warte mal. Bio-Heizkraftwerk. Wir sind ja verkehrt. Wir müssen ja in das Sägewerk müssen wir fahren. Okay, machen wir anders. Machen wir da noch ein bisschen mehr rein. Siehst du? Also. Packen wir das mal hier hin. So, dann fahren wir da gleich mal so zusammen hin. Wir können das aber auch anders machen, indem wir da gleich mit dem LKW hinfahren. Das ist viel besser, weil der viel, viel schneller ist. Passt er da durch? Aber sowas von Augenmaß hat er. Nein, was hat er? Also wieder nicht hier. Da muss man die Holz verkaufen. Und da hinten die Holzspäne. Haben wir das gelernt. Also parken wir den da wieder hervor. Und werden einfach mal den Scorpion King aktivieren, was der so machen kann. Der Scorpion selber, es gibt jetzt einen neuen auch dabei. Müssen wir gerade mal gucken. Hier linken, rückwärts, das ist genau mein Metier. Und ich sehe nichts, weil der blöde Baum im Weg ist. Der bestimmt gleich nicht mehr im Weg ist, wenn ihr wisst, was ich meine. Sehr gut, so. Motor starten, ja, okay. So, den werden wir uns mal direkt hier hinparken. Und wir gehen mal hier auf den Scorpion King. Das ist der, also zu finden im Forstmaschinen. Und dann gibt es hier quasi den kleinen, den wir schon kennen, der hier aber nur sehr dicke Stämme können nicht verarbeitet werden. Das gibt es jetzt in den großen neuen und das ist der ganz große 5000 Unterschied. Ja, kann man sich jetzt aussuchen, welcher schöner ist. Das muss man halt selber wissen. So, dann starten wir das ganze Gerät mal. Und sagen, Harvester anschalten. Wir müssen da vorne ausklappen eigentlich. Lass uns mal hier gucken. Da sehen wir das. Wir können das ganze Ding auch nochmal von innen dann gucken. Gas, Bremse. Auch sehr schön alles hier, die ganzen Geräte. Sieht man auch, wenn ich jetzt den Joystick bewege und so weiter. Sehr schön. Das finde ich sehr gut. So, jetzt gibt es hier die Kameraauswahl. Genau, das gibt es hier auch. Das gab es schon im LS17. Aber ich bin da großer Fan von, das so zu machen. So, müssen wir mal gucken, wie wir das dann nochmal hier machen könnten. Sehr gut. Wo ist auch in Ordnung. Muss man immer ein bisschen fummeln, also wenn ihr da noch nicht so ganz bewaffnet seid, nicht wundern. Das ist teilweise ein bisschen schwer, finde ich zumindest. So, jetzt können wir das ganze Ding natürlich noch ein bisschen nach unten senken, sehr gut. Und sägen. So, jetzt haben wir den ganzen Moped hier rangesägt, das müsste gleich kippen. Sehr gut, und jetzt fahren wir mit dem ein bisschen hier weiter, genau.
legen wir den dann mal so dran. Ja, kann das sein hier? Ja, ausfahren noch. Ja, da muss man eben mal. Bin da nicht so ganz bewaffnet drin. Sehr gut, so darf es sein. So, jetzt können wir die Schnittlänge einstellen. Dann sagen wir, damit Dreieck, 1 Meter momentan. Also Sägen. Ihr seht, das war daneben. Nicht so gut, also ein bisschen nach links buxieren, das ganze Gerät. Nochmal. Wieder weiter nach links. Da, jetzt läuft es. So, also brauchen wir ein bisschen Übung für, aber ihr seht, ich kann hier den ganzen Baum einfach da so reinhauen und der frisst einfach alles auf. Das finde ich sehr gut, sowas macht Spaß. Man könnte das natürlich jetzt noch, wenn ich das jetzt längs habe, dann könnte ich ja viel, viel mehr nochmal reinpacken, aber das will ich ja gar nicht. Reicht ja auch so. Sehr gut. So, ihr hört es quasi am Klicken, wie ich hier das Gamepad quäle. So, da freut er sich gerade richtig. Ist da, glaube ich, was runtergefallen? Ja, an der Seite? Nee, doch nicht. Jetzt kann ich nur die letzten Dinger hier noch nehmen. So, ups, und rein damit. Und rein damit. Sehr gut. So, jetzt hole ich mal gerade mein LKW. Also. So, und dann versuchen wir das Ganze mal. Also bis jetzt muss ich sagen, das macht einen reiferen Eindruck als im LS17. Muss ich ganz klar sagen, weil der, das war irgendwie nicht so, weiß ich nicht so toll. Das ist die Frage, wie viel wir hier jetzt schon drin haben durch einen Baum. Man könnte natürlich den Baum einfach so fällen, dann komplett da reingeben. So, ihr seht, ja, 11.000, ne? Natürlich schon nicht schlecht. Einen Baum haben wir da jetzt noch rein, oder? Haben wir jetzt ein bisschen geübt, da muss es ja schneller gehen. Hinter uns ist schon einer. Freiwilliger. So, sehr gut. So, machen wir wieder fuchsen hier. Leute, die können das besser als ich, ne? Das Server. Dieser. Was? Dieser Baumtyp wird nicht unterstützt. Was soll der Scheiß denn? Kann ich den denn so hacken? Mein Baumstumpf leben hier pflege. Ja, so hacken kann ich. Okay, das ist schon mal ärgerlich, finde ich zumindest. Kann ich den jetzt nur so hacken? Blöder Baum. Oh, aber der sägt aber ein bisschen länger, ne? Das ist bestimmt hier gleich sofort hin. Jetzt fällt er natürlich. Oh, ich sollte hier weggehen. Sun, okay. Den da vorne, den kleinen, den kann er noch machen, oder? Okay, er packt den dann sehr gut. Nicht dagegen fahren, bitte. Das wäre nicht so optimal. Ja? Packt es? Ja, sauber. Richtig geil. So, das ist schön. Und ihr seht, alles geht da rein. Ja, sehr schön. Also mit ein bisschen Übung kann man damit auf jeden Fall was ordentlich wegholzen, so gesehen. Jetzt natürlich die Frage, muss ich dann das Sägewerk auch kaufen? Dann sollte man sich natürlich Gedanken machen, ob man jetzt... Der ist schon mal durch hier. Den Heini, den können wir auch rausmachen. Kommt noch ein bisschen was rein. Motor stoppen, wenn wir gleich alles drin haben. Jetzt? Sehr gut. So, LKW ist dran. 13.000 waren das jetzt. Jetzt gucken wir uns gerade mal den Preis an, was wir hier für Häckselgut so brauchen. Häckselgut ist... Ich würde sagen, dieses Bambusgerät da in der Mitte, ne, für 208 im Getreidezentrum. Nee, das ist Quatsch, was sage ich denn? Sägewerk, das ist hinten, na, Häckselgut, 198 im Sägewerk. Hätte man auch so direkt machen können. Okay, jetzt ist die Frage, wir fahren zum Sägewerk hin. Da müssen wir ja mal hinfahren, ihn finden auch. Aber das Gute ist, so ein LKW, der hat ja richtig Maggi, ne? Also der macht schon richtig Speed. Wir geben jetzt mal gleich ein bisschen Stunde hier und dann geht das schon. Kamera mit Außenansicht, weil... Genau deswegen fahren wir mit Außenansicht, weil er dann doch ein bisschen schiebt. Ich kürze hier gerade mal ein bisschen ab, mir sei es entschuldigt. So, sehr gut. Dann geht mal Maggi. Und ich glaube, genau, wir müssen jetzt noch nach links fahren. Wenn ich dann natürlich das Ding wieder kaufen muss, dann ist das ja
Ja, da muss man sich dann überlegen, gehe ich auf Hackschnitzel oder gehe ich auf ganze Bäume? Ganze Bäume sind natürlich deutlich billiger zu hacken, weil theoretisch gesehen kann ich die ja, das heißt theoretisch, auch praktisch gesehen, kann ich die einfach hacken und dann so verkaufen. Ist natürlich auch sehr gut. Weil die meisten, die ich kenne, die machen Bäume, die hacken die Bäume, weil sie im Weg stehen. Das ist auch erstmal vollkommen in Ordnung, kann man ja so sagen. Man kriegt natürlich dann wieder vorher längere und geradere und entlastete Stämme, kriegt man meistens mehr Geld. Auch erstmal so was Gutes. Rechts fahren, dann wieder hier links. Irgendwo hängen geblieben. Was war das jetzt? Ich muss nicht immer alles verstehen hier. So, okay. Jetzt hier aber auch noch. Mein Gott, mein Gott, mein Gott, was fahren wir uns denn wieder hier kaputt? Genau, man kann das natürlich auch mit dem Zug dann transportieren, das geht bestimmt auch und so weiter und so fort. Also da müssen wir mal gucken. Ansonsten finde ich diese Map wirklich deutlich besser als die andere Karte. Ich bin dann noch so ein bisschen so mit meinem letzten Erfahrung mit dem Hühnerstall und so, ich habe das zwar ein bisschen weitergespielt, aber so ganz vom Hocker haut es mich nicht, muss ich sagen. Also da bin ich, glaube ich, weiß ich noch nicht. Also da muss ich mal gucken. So. Jetzt sind wir also hier angekommen. Und hier müsste doch irgendwo, hier ist auf jeden Fall sehr viel Holz überall. Dementsprechend sollte man ja auch irgendwo Holz verkaufen können. Wie gesagt, Holzschnitzel, Hackschnitzel, so gesehen. So, jetzt mal gucken, was er hier von uns möchte. Holz verkaufen. Okay, das ging schon mal nicht. Ist ja nicht schlimm. Du hast keinen Zugang zu diesem Land. Okay, machen wir es anders. Also müssen wir es dann erst kaufen. Das ist echt teuer. Weil, mal ganz ehrlich, wie viele... Boy, alter Schwede. Guckt euch das mal an, das Sägewerk, das kostet 443.000. Und da habt ihr klar, ihr habt ein bisschen Land dabei. Aber wie viele Bäume sind das? Ihr könnt ja jetzt zählen, da sind ja 20 Bäume drauf oder so. Das ist schon heftig. Du hast keinen Zugang zu diesem Land. Habe ich wohl. Muss ich vielleicht einmal raus und wieder reinfahren. Denke ich mal. Ich habe das auch gerade gekauft. Oder bin ich jetzt doof? Oh. Also manchmal ist mit diesem Land kaufen und so weiter auch ein bisschen Käse manchmal. Ne? So das Sägewerk hier. Und im Sägewerk wurden Hackschnitzel angenommen. Jetzt fahre ich einmal von dem Land hier runter. War dem hier mal den Acker kaputt, weil ich glaube, Felszerstörung ist an. Nee, doch nicht, ist nicht an. Doch, nee, ah, ist nicht an, okay. Bin ich schlimm. Und dann fahren wir wieder zurück. Aber das Datum so, ja, weiß ich nicht, semi-gut, sagen wir mal, das Ganze. Das Verkaufen geht mir mehr auf den Keks als das, Du hast keinen Lungen. Ich, mir gehört doch das Land, oder habe ich jetzt... Es steht doch... Ach, jetzt ist da wieder dieser kleine Fleck, dass ich es nicht verkaufen kann. Okay, also irgendwo muss ich hier Sägespäne verkaufen können. Ich weiß nur nicht, wo. Jetzt machen wir mal gerade so und sagen ihm... So. Okay, so, jetzt ist echt die Frage, wo wir das denn hier so hinkommen. Das ist echt nervig, also. Bin ich schon auf eure Kommentare gespannt. So. Ich habe keine Ahnung, wie es geht. Weiß ich nicht. Ich würde es gerne testen, aber ich weiß nicht wie. Kein Zugang zu diesem Land. Ja, das ist alles sehr schön. Das macht wirklich sehr viel Spaß. Das ist ein bisschen Käse, muss ich sagen. Also da Holz verkaufen, ja. Ich würde es gerne zeigen, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht wie. Also ich stehe hier definitiv am Sägewerk, ja. Und hier steht in den Erklärungen, steht Hackschnitze. Du kannst die Baumstämme mit einem Hackhexer auch in kleine Hackschnitze zerhexen und diese an der Sägemühle. Ah, ja, wo ist die Sägemühle? Biohof. Ranch, Bahnsilo. Bio halt mal. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. BGA, Kalkstation, Getreidespeicherzentrum, Hafenspeicher, Restaurant. Ja, Sägewerk, Sägemühle, einigen wir uns darauf, dass das irgendwie gleich sein soll. Aber die Frage ist, wo man das hier verkaufen kann. Ja. Ich weiß es nicht. Sagen wir es mal so. Also wir haben ja auf jeden Fall einen riesen Haufen voll Sägezeug. Oh, ah, ah. Ganz logisch. Ganz logisch. Hier muss man das verkaufen.
Also ich kann auf jeden Fall hier auch Säge. Was ist denn? Überladen starten. Na, guckt euch das an. Ist das schön? Und dann kriegt man wieder Geld. Ach, ist das? Also, das wusste ich natürlich von Anfang an. Ja, zeigt dann auch, dass ich es nicht getestet habe. 2483 für, was waren es, zwei Bäume? War zweieinhalb, so der eine so ein bisschen da drin, ne? Ja, teurer Spaß, muss man auch sagen. Die Geräte kosten sehr, sehr viel Geld. Ich denke mal, dass sich die Forstwirtschaft nicht durchsetzt. Warum? Weil es einfach, weiß ich nicht, es heißt ja Landwirtschaftssimulator, nicht Forstsimulator, erstmal das. Und zweitens ist es halt einfach, weiß ich nicht, zu umständlich, zu schwierig, zu kostenintensiv, vor allem das sind halbe Millionen, die Geräte kosten. Ne? Aber so eine einzelne mal mit dem Ding einfach, upsala, mit dem Ding hier einfach mal so umhacken, und das macht natürlich sehr viel Spaß. War auch ein bisschen bekloppt, dass man dann die großen Bäume nicht machen kann. Also da ist wieder so eine Sache. Den Baum kann ich auch nicht fällen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, wenigstens ist die Steuerung, die Steuerung des, also erstmal das Fällen von Bäumen ist deutlich besser. Die Steuerung von dem Scorpion King finde ich besser. Wir können ja gerade mal einmal schauen, wenn wir hier noch mit dem Trecker so ein Ding fällen. Den kann ich nicht fällen. Oh, das ist aber genau mein Ding hier. So, wir rennen mal gerade hier hin und hacken hier noch einen weg. Den Baum hier. Alter. So, Hacke, Hacke, Hacke. Die Frage, wie der Trecker damit umgehen kann, ist ja auch mal wichtig. Weil mit dem ganzen Baum, ich weiß, viele von euch übertreiben es dann gerne. Haben wir gerade noch das Gewicht hinten dran? Dann muss das auch gewesen sein. Ansonsten, wie gesagt, eine sehr schöne Karte. Werde ich auf jeden Fall nochmal einen Abstecher riskieren. So, und dann sind wir auch schon hier. Und lag ja auch noch ein Baum hier. Hätte ich auch den kleinen nehmen. Könnte ich immer den kleinen da oben? Nehme ich gar nicht den mehr. Gabel selber, ihr seht das jetzt, die geht dann da auf vorne, ne? Dann gucken wir mal, was er da jetzt macht. Und wir haben den ganzen Baum hier drin. Sehr schön, das funktioniert auch schon mal sehr gut. Also man kann auf jeden Fall mit ganzen Bäumen fahren. Der T6 ist jetzt auch nicht so das größte Arbeitstier, was ich hier habe. Und dann könnte man den da theoretisch reinschmeißen. Das machen wir jetzt gerade nochmal ein bisschen Quatsch machen. Muss ja auch mal sein. Den Vogel fahren wir mal gerade hier weg. So. Boah, quäl dich doch mal den Berg hoch. Sehr schön. Motor zunächst starten. Ja, das ist auch in Ordnung. Hier, das Ding müssen wir auch nochmal starten. Und den extra einschalten. Dann läuft das Band. Dann versuchen wir jetzt mal gerade, wie das funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Müssen wir gerade ein bisschen umfahren noch. Spaß mit Bäumen. Lenker. Aufmache. Das macht er nicht so wirklich. Okay. Wollen wir noch ein bisschen schieben. Also wenn wir schon Quatsch machen, dann richtig. Oh, mal konzentrieren, weil irgendwann mal leiser wird. So, er snackt den ganzen Baum weg. Guckt euch das an. Er macht den, das ist Weihnachten, ne? So sehen die Haushalte im Anfang Januar aus. Du müsst ja auch einen internen Speicher haben, oder? Zumindest wurde da mal. Kann man hier abladen aktivieren und dann müsst ihr den ganzen Quatsch auch abladen. Sehr schön. Ja, wenigstens das funktioniert. Also man kann auch ganze Bäume reinstecken. Wunderbar. Also sollen wir es für heute gut sein lassen und gucken wir mal. Also Fazit, die Geräte selber lassen sich besser bedienen. Das mit dem Verkaufen finde ich ehrlich gesagt ein bisschen strange, weil das ist sehr schlecht gekennzeichnet einfach nur. Also Sägewerk ja, aber wo, da, nee, das ist echt schlecht. Aber nichtsdestotrotz sollten diejenigen unter euch, die Spaß an der Forstwirtschaft haben, hier auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen. Ich guck mal jetzt gerade eine Sache nochmal, nicht, dass ich hier irgendwo so einen Haufen vergessen habe. Ich habe ihn eben nicht gesehen. Also, ne.
Also hier, denke ich mal, kann man keine Hackschnitzel verkaufen. Also guckt auf jeden Fall vorher, wo ihr was verkaufen könnt. Ganz, ganz wichtig. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Dementsprechend würde es mich natürlich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen würden. Wenn es wieder heißt Landwirtschaftssimulator 2019. Ganz wichtig, nicht 17. Und ja, dementsprechend viel Spaß hier und auf jeden Fall mir diese Karte testen. Ravenport, sehr, sehr lustig. Keine Frage. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.